Und da sind wir wieder nach einer kurzen Unterbrechung. Für euch ist ein ganzer Tag vergangen. Für mich fast gar nichts. Und wir bauen jetzt erstmal ein Stack Leitern. Mit denen ziehen wir dann noch gleich los. Denn wie gesagt, die Treppen unten, das gefällt mir jetzt nicht so, wie es aussieht. Und ich hätte doch lieber richtig schöne Leitern. Das heißt, wir könnten hier oben dann gleich noch ein Feldchen reinsetzen wieder. Obwohl, das könnten wir auch theoretisch sofort machen. Klack. Hier dasselbe. Der sitzt nicht zufällig auf der Mauer. Nö. Keine Ahnung, wo dieser Hanswurst ist. Ist auf jeden Fall ziemlich laut. Das steht fest. Das sieht besser aus, finde ich. Und es nimmt weniger Platz weg. Man muss das auch positiv sehen. Gibt dann auch jetzt gleich 15 neue Spitzhacken. Wir haben noch jede Menge Leitern über, die wir später verbauen können. Und auch noch jede Menge Stöckchen, da haben wir momentan dann kein Defizit. Dafür überall sonst. Und wieder ab in die Mine. Obwohl, jetzt brauche ich in der nächsten Zeit die Äxte brauche ich ja nimmer. So, jetzt aber ab in die Mine. Wie gesagt, sobald wir hier fertig sind und ich die Abstimmung gemacht habe, was wir als nächstes bauen und ihr natürlich alle für die Mine gestimmt habt, mache ich das Ding hier dicht. Sprich, ich baue hier die Wand zu, nachdem ich alle Fackeln rausgenommen habe. Damit wir uns dann irgendwo mal eine etwas schönere Mine großziehen können. Aber jetzt zum ersten Steinabbau reicht das hier voll und ganz aus. Da fällt mir ein, ich wollte ja theoretisch jede Folge was vorschlagen, was man bauen könnte. Das habe ich jetzt, nachdem ich es gesagt habe, sofort wieder vergessen. Wie gesagt, die Mine, die wäre dann 3x3 Felder groß. Man würde dann in der Mitte Minecarts hinlegen. Also Strecken bauen für Lorewagen. Würde dann vielleicht den Rand ausschmücken mit Cobblestone sogar. Oder zwischendurch auch mal eine Holzplanke machen, damit das wirklich echt aussieht. Das wäre halt die Mine. Ansonsten könnten wir in die Wüste eine Pyramide bauen. Mit Geheimgängen und allen aus Sandstein gebaut. Was natürlich sehr viel Farmarbeit wäre. Oder ihr sagt, wir wollen nach der Burg auf dem Berg, wollen wir jetzt gerne ein Strandhaus haben. Dann würde ich meine Sachen packen, losziehen.
irgendwo hin, wo es ein schönes Strandhaus geben könnte. Und dann würde ich dort ein Strandhaus bauen. So mit Pool und Saunaanlage und allem drum und dran. Würden wir uns dann da niederlassen. Natürlich wäre ich auch dafür, wenn wir einfach um die Burg einen Marktplatz bauen. Sprich, wir beleben die Burg und bauen drumherum ein kleines Städtchen. Mit kleinen mittelalterlichen Häusern. Einer Stadtmauer. Einer kleinen Kapelle. Und wenn ich sag klein, dann wird sie garantiert nicht so groß wie im Let's Show. Einen Marktplatz, wo dann verschiedene Händler ihre Stöckchen anbieten, ihre Steine oder weiß der Geier, was sie da gerade verkaufen. Aber ich überlasse das euch. Ich stelle mich darauf ein, was gebaut wird. Also hätten wir jetzt zur Auswahl die Mine, das Strandhaus, die Pyramide oder den mittelalterlichen Marktplatz. Es wird alles, ich sag mal, 3 Staffeln verbrauchen, mindestens. Oh mein Gott, das ist Minecraft. Minecraft ist langwierig, langweilig. Und man findet immer wieder was Neues, über das man sich freuen kann. Was knurrt da so? Wieder Kohle. Hier war ich auch schon ziemlich weit, muss ich sagen. Wenn wir hier die ganzen Fackeln wieder rausholen, haben wir erstmal Fackeln für den Rest unseres Lebens. Ich würde gerne, ich sag mal, mir ist es egal, welches Projekt wir nehmen. Wenn wir schon später im Spielverlauf, würde ich auch noch einen Rummelplatz anbieten. Da würde ich dann diesen Spielstand für einmal auf dem Multiplayer-Server aufspielen, kurz. Um mir ein paar Mob-Spawner zu besorgen, mit denen wir dann richtig schön so ein Geisterhaus bauen könnten. Natürlich gibt es wahrscheinlich auch Mods, mit denen ich das einfach auf dem Singleplayer machen könnte, aber es ist dann wirklich einfacher, das einfach mal auf Multiplayer aufzuspielen. Wenn ich jetzt so entscheiden müsste, Strandhaus, Pyramide, Mine, da ich eigentlich ein sehr... ich sag mal, freakiger Buddler bin, wäre mir da schon fast die Mine eigentlich am liebsten. Obwohl der Marktplatz wäre natürlich auch verlockend, weil der ist von der Technik her sehr anspruchsvoll. Das Strandhaus hätte natürlich den Vorteil, dass wir erstmal sehr weit wandern würden, bis wir da eine schöne Stelle finden. Sprich, unterwegs würde allerhand passieren, wir würden Creeper finden. Allerdings ist es bautechnisch doch eher das Einfachste. Wie viele Steine haben wir inzwischen? Mein Gott. So, gehen wir nochmal die Reihe hier zurück. Dann sollten wir eigentlich genug haben. Und können dann wahrscheinlich den Rest ausbauen. Ich habe keine Lust, jetzt hier wieder eine ganze Folge in der Mine zu verbringen. So, wir gehen jetzt schon nach oben. Da schreibe ich mir gleich auch alles auf. Vielleicht kommen ja noch mehr Ideen.
Ich sag mal, natürlich könnten wir auch so Sachen wie einen Büroturm oder so bauen, aber das würde gerade, ich sag mal, thematisch absolut gar nicht passen und deshalb würde ich solche Sachen erstmal auf später verschieben. Habe ich da wirklich... Hier, das Ding ist auch erstmal falsch. Kommt erstmal weg. Dann gehen wir mal hier weiter. Setzen natürlich gleich den ersten Stein falsch. Gucken mal, dass wir die Runde schaffen. Sofort mit Dach am besten. Und ja, ich setze gerne Steine falsch. Obwohl, der ist gar nicht... Mein Gott. Egal. Der kommt wieder eingepackt. Ich sag mal, im Let's Play habe ich wirklich Ressourcenmangel. Den habe ich in echt eigentlich sonst nie, weil ich eigentlich sonst so der Typ Mensch bin, der dann mal 2 Tage in die Mine verschwindet. Wie gesagt, ich habe inzwischen fast 90.000 Cobblestones. Daraus kann ich dann wieder was Schönes Großes bauen. Aber hier, das wäre einfach... Sag mal, es wäre falsch, wenn ich jetzt hier wirklich sagen würde, so Leute, jetzt guckt mir mal zu, wie ich 20 Stunden lang die Mine ausräuber. Da hättet ihr keinen Spaß dran. Ich wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr, weil ich dann 2 Spielstände hätte, auf denen ich nur in Minen rumhänge. Und am Ende würdet ihr mir nicht mehr zugucken und ich mir wahrscheinlich selbst auch nicht mehr. Da drüben ist auch noch hier. Wenn sich sowas schon anbietet. Machen wir hier noch eine dran und hier. Somit sollten wir erstmal vor Monstern geschützt sein. Ach übrigens, ich habe jetzt schon, ich sag mal, gefühlte 2000 Anfragen bekommen nach dem Let's Show, ob man nicht da was machen könnte, weil Leute unbedingt bei uns spielen wollen. Wir sind ein kleiner Verein, also ein privater Server, und wir wollen auch gerne möglichst klein bleiben, weil so können wir einfach auf so große Schutzmechanismen wie Hasse nicht gesehen und Blub da verzichten. Da jeder den anderen kennt und jeder weiß, der andere würde nie klauen. Und deshalb lohnt es sich eigentlich auch gar nicht, mich anzuschreiben. Dürfen wir bei dir auf den Server? Denn die Chancen sind eher schlecht. Und ich muss wieder unterbrechen und wir sehen uns dann morgen wieder. Und ich hoffe, ich habe jetzt eure Welt nicht zerstört, dass ihr halt nicht bei uns spielen dürft.